Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Vor einiger Zeit stand bei einer Person ein Gerichtstermin an. Und jetzt schreibt sie, der Gerichtstermin ist abgesagt worden. Die Gebete wurden erhört. Danke euch, ihr Lieben. Egal, was das Problem ist, Gott erhört Gebet. Und deshalb vertraue dein Anliegen Gott an. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Du hast gehört, auf was man alles Hoffnung haben kann. Heute das Thema Prüfungen und Herausforderungen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, Prüfungen, Herausforderungen, wer mag sowas? Ich weiß noch, während der Schulzeit, Prüfungen, wow, das sind so ganz spezielle Zeiten, wo viel Druck da ist. Und ja, aber in unserem ganz normalen Leben, Gott schenkt uns und schickt uns keine schlechten Dinge, aber er prüft uns auch im Glauben. Und unter Druck, wenn wir unter Druck geprüft werden, gerade in Situationen, wo nicht so einfach sind, er prüft, wie unser Herz da aussieht. Er prüft, wie unsere Gefühle sind. Er prüft, wie unser Verstand reagiert und funktioniert. Und das ist wirklich was, wo wir auch brauchen, um wirklich auch besser zu werden. Was herauskommt, ihr Lieben, das soll wirklich Qualität sein, dass auch wir unter Druck den Glauben nicht verlieren, wir unter Druck die Liebe zu Gott nicht verlieren. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache und wir wirklich den Prüfungen nicht davonlaufen, weil dann muss man sie immer wiederholen. Das ist immer der Gedanke gewesen, weil in der Schulzeit, ach ja, ich gehe nicht hin oder mir ist heute nicht so gut und ja, wem ist schon gut, wenn er eine Prüfung macht, aber nicht so gut. Aber was ist dann? Dann bekommt man einen neuen Termin für die Prüfung und der Druck geht von vorne los. Drum ist es gut und auch wichtig, dass wir sie bestehen. Im Psalm 7, Vers 9 steht, Herr, weil ich gerecht bin, verschaffe mir Recht und tu an mir Gutes, weil ich schuldlos bin. Und wenn wir das sagen können, wenn wir das sagen können, dass die Wahrheit ist, dann geht jede Prüfung richtig gut aus und der Herr sieht, dass wir wirklich im Glauben wachsen und dass wir standhalten können. Herr, ich danke dir dafür. Herr, wenn wir auch in Prüfungen Herausforderungen stehen, lass uns nicht davonlaufen, sondern lass uns siegreich die Prüfung mit dir bestehen. Die Herausforderung mit dir bestehen. Herr, die Krankheitszeit oder was es auch ist, mit dir durchstehen und bestehen. Herr, du bist die Hilfe, du bist die Lösung, du bist die Rettung. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wir beten für alle Anliegen, die bei uns eingehen. Und ein paar haben wir mitgebracht und dafür wollen wir konkret beten. Gebetsanliegen einer Frau, die vor kurzem Witwe wurde. Sie schreibt uns, mein Mann ist vor kurzem heimgegangen. Ich bin Pflegestufe 3. Mein Mann hat mich gepflegt. Er hat mir etwa 80.000 Euro Schulden hinterlassen und ich brauche einen Platz, wo ich wohnen kann. Ja, ich habe die Augen verschlossen und alles schleifen lassen. Mein Mann war spielsüchtig. Ich weiß, Gott hat einen Plan für mich und ich falle nicht tiefer als in seine Hand. Ich danke euch für jedes Gebet. Und Jesus, du kennst diese Frau, die solche Sorgen hat mit ihren Schulden und mit einem Platz, wo sie wohnen kann. Und ich danke dir, dass du mit ihr bist, dass du ihr ganz nahe bist, dass du um ihre Sorgen weißt. Und wir legen alles in deine Hände und du kannst alles zum Guten wenden. Und wir wissen, dass du sie nicht verlässt, sondern dass du mit ihr bist. Danke, Jesus, dass du einen Plan für ihr Leben hast, so wie sie es auch selber sagt, dass du einen Platz für sie hast, wo sie wohnen kann, dass du Türen auftust, wo bisher keine sind. Und ich danke dir, dass du auch das mit den Schulden regelst. Danke, Jesus. Sie ist dein Kind und ich danke dir, dass du dich um sie kümmerst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet wegen ihrer Lungenkrankheit. Sie schreibt, ich bitte herzlichst um Gebetsunterstützung für meine ernsthafte Lungenkrankheit und Bronchialasthma. Tiefen Dank im Voraus.
Jesus, auch um dieses Problem, um diese Sorge, weißt du, um dieses Asthma und um diese Lungenkrankheit. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt diese Lunge durchströmst mit deiner Heilungskraft. Ich danke dir, dass du deine Hand auf diese Lunge legst und dass deine Kraft von dir ausgeht. Danke, Jesus, dass du auch diese Krankheit am Kreuz von Golgatha besiegt hast und dass diese Frau gesund sein darf, so wie du sie geschaffen hast. Danke, Jesus. Und auch all die anderen, die lungenkrank sind, möchte ich dir jetzt bringen. Und ich danke dir, dass du jede Lunge berührst, die krank ist. Jeder, der zuschaut oder zuhört. Danke, Jesus, dass jede Lunge heil ist und wiederhergestellt wird in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann schreibe uns. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Großeltern bitten um Gebet für ihre Enkeltochter. Wir möchten um Gebet für unsere kleine Enkeltochter bitten, dass sie wieder vollständig hergestellt wird. Sie hat immer wieder Fieber und starken Husten. Sie ist schon ganz schwach, weil sie nicht viel isst. Wir beten für Gottes Eingreifen und vollkommene Herstellung. Liebe Grüße. Ja, danke, Herr, dass du jetzt gerade mit dieser Enkeltochter bist. Und ich danke dir dafür, dass jetzt die Wende eintritt. Herr, ich danke dir dafür, dass Heilung eintritt. Ich danke dir dafür, dass Fieber und Husten verschwinden müssen in Jesu Namen. Und danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass auch nichts zurückbleibt. Ich danke dir dafür für komplette Heilung. Amen. Amen. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Liebes Missionswerk, bitte unterstützt mich mit euren Gebeten bezüglich meiner Gesundheit. Habe heftige Zahnschmerzen, Knie und Rücken und brauche eine optimale Arbeitsplatzveränderung. Vielen lieben Dank. Ja, das klingt nach einem ganzen System, das zusammenhängt und da wollen wir beten. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Herr, alle Symptome und alles, was mit das zusammenhängt, die Zahnschmerzen, Knie, Rücken und alles, was da zusammenhängt. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, schenke du die Lösung. Herr, die Arbeitsplatzveränderung oder was auch noch alles mit dazu zusammenhängt. Herr, ich danke dir dafür, dass du Wunder tust. Herr, dass du Neues schenkst. Herr, eine neue Perspektive. Und Herr, dass bald alles vergessen ist, weil du die Lösung geschenkt hast. Danke, Herr. Amen. Ja, und Gott tut heute noch Wunder und viele Gebetserhörungen haben wir erhalten. Ein gesundes Kind ist geboren. Gott erhört Gebet. Gott ist groß und liebt uns Menschen, schreibt jemand. Eure Gebete sind erhört worden. Meine Enkelin hat ein gesundes Baby, einen Jungen bekommen. Alle Ehre unserem Herrn und Heiland und danke für eure Gebete. Und eine Heilung in der Gebetsnacht. Eine Frau schreibt: Ich schrieb euch meine Gebetsanliegen zur Gebetsnacht. Als ich mir dann die DVD anschaute, bemerkte ich, dass sich meine rechte Gesichtshälfte entspannte. Ich litt 32 Jahre an einer Gesichtslähmung. Preis sei unserem Jesus. Ich bin so dankbar. Ich durfte meine Heilung erfahren. Danke für die Gebetsunterstützung. Ja, das ist fast so wie bei dem Mann, der 38 Jahre krank war, wo wir in der Bibel lesen. 32 Jahre an einer Gesichtslähmung. Wie wunderbar, wenn Gott eingreift. Gott weiß auch um finanzielle Nöte. Hier bedingt durch Corona. Gott hat unsere Gebete erhört. Ich habe nochmal mit 64 Jahren eine gute Arbeit im Angestelltenbereich bekommen. So kann ich meine finanziellen Belastungen aufgrund Corona-bedingter Schließung meiner Modeboutique begleichen. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ein Mann aus dem Norden Deutschlands schreibt uns Folgendes. Durch Gottes Hilfe bin ich vom Schlaganfall geheilt worden. Auch die Herzprobleme wurden durch Gottes Hilfe behoben. Vielen Dank für eure Gebete und tollen Fernsehsendungen. Gott ist groß und wunderbar. Und das können wir nur bestätigen. Ja, Gott ist groß und Gott ist wunderbar. Das ist so schön. Ich war so vertieft in die ganzen wunderbaren Dinge. Ich habe mir das so richtig vorgestellt. Hast du auch was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Ja, wir haben darüber gesprochen, über Prüfungen, Herausforderungen. Wo
hast du aufgegeben bei einer Prüfung? Ich meine jetzt nicht in der Schule unbedingt, sondern irgendwo im Leben, wo du aufgegeben hast, wo du gesagt hast, nein, ich mache das nicht mehr. Ich sage dir, vollbringe das Ganze, halte diesen Druck aus und wenn die Prüfung rum ist, hast du den Sieg und bist du wesentlich weiter. Probier es wirklich aus. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns gerne mitteilen. Heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und wir möchten dich einladen für das Wochenende, 18. und 19. März, zu den Heilungstagen. Du findest auf unserer Webseite nähere Informationen. Komm einfach vor Ort vorbei. Wir beten auch gerne für dich, wenn du vorbeikommst. Es wird eine wunderbare Zeit werden. Herzlich willkommen zu unseren Heilungstagen und wir freuen uns auf dich. Alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.